Er ist zwar nicht der Einzige, der das Chaos der ersten Asylbewerberwelle ausnutzte, aber wohl derjenige, der den größten Schaden verursacht hat. Mehr als 70.000 Euro gehen zu Lasten des Sudanesen. Er hatte sich 11-mal unter verschiedenen Namen bei den Behörden gemeldet und 11-mal Sozialleistungen kassiert. Dafür verurteilte ihn der Richter in Nordhorn nun zu 2 Jahren und 8 Monaten Gefängnisstrafe. Eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 8 Monaten kann nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden. Das Gericht hat in der Begründung ausgeführt, dass auch generalpräventive Gesichtspunkte eine Rolle gespielt haben. Es soll also auch nach außen hin gezeigt werden, dass derartige Straftaten mit hohen Strafen verbunden sind. Allein in Niedersachsen haben die Ermittler seit 2016 mehr als 500 ähnliche Fälle von Sozialmissbrauch aufgedeckt. Die Betrugsmasche sei vor allem von Sudanesen begangen worden, so die Polizei. Und es seien immer nur Einzeltäter am Werk gewesen. Eine bandenmäßig organisierte Struktur, wie sie anfangs vermutet wurde, habe es nicht gegeben. Dem Angeklagten heute wurde zugute gehalten, dass ihm der Betrug relativ einfach gemacht wurde. In Anbetracht der Flüchtlingskrise war es halt nicht möglich, Fingerabdrücke zu nehmen. Und damit ist halt diesem Vorgehen, überhaupt diese Straftat begehen zu können, natürlich Tür und Tor geöffnet. Diese Zeiten sind aber schon lange vorbei, also das kann heutzutage nicht mehr passieren. Der Angeklagte in Nordhorn hat die Taten in vollem Umfang zugegeben. Mit dem Geld habe er seine Familie im Sudan unterstützt. Trotz des Geständnisses, die Verteidigung hatte auf eine Bewährungsstrafe gehofft und will gegen das Urteil Revision einlegen.